Herzlich willkommen zu meinem 14. Kurzvideo zu Grundlagen, Grundkompetenzen Windows. Und jetzt geht es darum, wie kann ich einen Sperrbildschirm bei Windows aktivieren mit einer Tastenkombination. Das kannst du ganz einfach machen, wenn du die Windows-Taste und L drückst. Und was ist jetzt der Vorteil? Wenn du diese Tastenkombination drückst, dann wird dein Gerät gesperrt und du musst dann wieder dementsprechend dann ein Passwort eingeben oder wenn du eine Kamera hast, musst du dich selber kennen und nicht jemand anderer kann damit arbeiten. Ich mache jetzt das jetzt einmal mit Windows L und du siehst hier, das ist hier der Sperrbildschirm und ich kann jetzt hier dann bei mir dann einfach mich anmelden und bin dann wieder herinnen. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns gleich wieder.